Und jetzt überleg dir mal, wie wäre es, wenn du mit diesem Gegner, ja, der dir auch die miesesten Emotionen verursacht und der dich manchmal richtig schlecht fühlen lässt, wie wäre es, wenn du mit dieser Kraft, mit diesem Ego, wenn du mit ihm kooperieren könntest? Herzlich willkommen zum heutigen Video, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Johannes Ungerer und im heutigen Video habe ich eine spannende Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte. Es geht, wie so häufig in meinen Videos, mal wieder um das Ego. Aber diesmal auf eine bisschen andere Art und Weise, vor allem wenn du dich auch schon länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dann hast du dich bestimmt auch schon das ein oder andere Mal mit einer Angst von dir oder auch mit deinem Ego konfrontiert. Ich sehe da keinen großen Unterschied, denn in meinen Augen kommen alle Ängste vom Ego. Ich möchte aber gerne mit dir darauf eingehen, was ich früher meiner Meinung nach falsch gemacht habe, was ich dann realisiert habe, und was ich heute deutlich besser in meinem Leben mache und was mir enorm dabei hilft, besser mit meinem Ego umzugehen und besser eben auch mit diesen Ängsten oder generell mit den negativen Emotionen umzugehen, die vom Ego aus kommen. Und diese Technik, diese Strategie, die ich gelernt habe, was ich realisiert habe, das möchte ich dir im heutigen Video mitgeben. Deswegen bleib unbedingt ganz, ganz bis zum Ende dran, wenn dich das interessiert. Ich habe zwei Gründe, wieso ich sagen würde, dass die Aussage, dein Ego ist dein Feind, nicht bestätigen kann. Es gibt viele Menschen, die das sagen und es gibt sogar ein sehr erfolgreiches Buch, das genauso heißt, dein Ego ist dein Feind oder das Ego ist dein Feind. Und ich habe auch dieses Buch damals gelesen und das war tatsächlich auch für mich eines der ersten Bücher, die ich zu diesem Thema gelesen habe und ich fand es auch richtig, richtig gut. Das war ein sehr, sehr guter Einstieg in das ganze Thema. Allerdings wird in diesem Buch und auch generell, ne, diese Aussage, das Ego ist dein Feind, das impliziert natürlich, dass das Ego etwas ist, was zwar irgendwie in uns drin ist und somit auch irgendwie zu uns gehört, aber gleichzeitig ein Feind ist. Und ich habe das auch lange, lange Zeit geglaubt. Und ich habe lange, lange Zeit mit gewissen Ängsten von mir auch gekämpft oder auch generell mit Egozügen gekämpft von mir, die ich immer häufiger auch bewusst gemacht habe, dann aber eben in dieser Art Kampfstellung gegen das Ego nie lösen konnte. Ja, ich konnte diese Dinge nie lösen, weil ich halt immer mir so gesagt habe, ja okay, das brauche ich nicht, das kommt nur vom Ego. Ja, ich habe das so runtergespielt. Ich habe das Ego schlecht gemacht und habe so gesagt, ja hier kommen die Emotionen, die da gerade aufkommt, brauche ich nicht, kommt ja nur vom Ego. So habe ich das häufig gemacht, bei meinetwegen einer bestimmten Angst, die bei mir aufkam, ja, oder bei einem gewissen Verhaltensmuster, was ich bei mir kenne und beobachte, wo ich dann halt sage, ja, nee, Quatsch, ist vom Ego, brauche ich nicht und so weiter. Ja, und einfach so runtergespielt habe. Und für mich war das ein fataler Fehler, denn dadurch bin ich nie wirklich tiefer reingegangen, bin ich nie in mich gegangen und habe geschaut, hey, was ist das eigentlich, dieses Gefühl, dieses Verhaltensmuster bei mir, was möchte mir das eigentlich sagen, welcher Grundgedanke, welcher Glaubenssatz steckt wirklich darunter. Was ich immer gemacht habe, dadurch, dass ich das so von mir differenziert habe, dass ich gesagt habe, hey, das ist nur das Ego, das bin ich nicht, dadurch habe ich es weggeschoben. Dadurch habe ich das ausgeblendet und eben nicht akzeptiert, dass es ein Teil von mir ist. Und dadurch hat es eben auch dazu geführt, dass ich diese Sache niemals auflösen konnte. Mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass jede negative Emotion, die ein Mensch überhaupt empfindet, eigentlich einen höheren Zweck erfüllt. Und eigentlich, wenn man das große Ganze betrachtet und nicht nur den jetzigen aktuellen Moment, in dem es ein bisschen unangenehm ist, wenn man das große Ganze betrachtet, dann führt jede negative Emotion am Ende zum Guten und erfüllt auch einen höheren Zweck, nämlich den Zweck deiner persönlichen Weiterentwicklung. Denn du wächst nur durch den Schmerz, du wächst nur durch die Angst. Wenn du jetzt aber, wenn die Angst aufkommt oder jede negative Emotion und du sagst, ah, das Ego mal wieder, was für ein Arschloch, und du schiebst es wieder beiseite, du wirst nie lernen, damit umzugehen. Du wirst es immer nur wegschieben und es wird immer wieder kommen. Es wird nicht weniger werden, es wird immer wieder kommen. Und vor allem, du schränkst dich selber ein. Du schränkst dich selber in deinem persönlichen Wachstum dadurch ein, dass du das, was ist, das, was in dir ist, nicht akzeptierst, sondern versuchst wegzuschieben. Und tatsächlich ist es so, dass manchmal der schnellste Weg auch für dich zu deiner Selbsterkenntnis nicht dadurch geht,
dass du irgendwie ein Buch liest und da tolle Erfahrungen drin liest, Erkenntnisse drin liest. Nein, häufig ist der allerschnellste Weg, dass du wirklich verstehst, wer du bist, was du hier auf der Welt machst, was eigentlich deine Lebensaufgabe bist. Manchmal, sehr, sehr häufig, in den meisten Fällen, ist der schnellste Weg, das zu verstehen, über das Ego, über den Schmerz, den das Ego bei dir produziert, indem du in diesen Schmerz reingehst, verstehst, was er dir sagen möchte, warum der Schmerz da ist, und du dadurch dann verstehst, was du nicht bist, und dadurch dann darauf schließen kannst, was und wer du wirklich bist, was du wirklich im Leben möchtest. Dadurch, dass du meinetwegen eine gewisse Angst hast und du gehst in die Angst rein, statt sie wegzuschieben, und du checkst, ey, diese Angst, die ist ja sehr unbegründet, die brauche ich ja gar nicht, und du schaffst es, diese Angst abzulegen, das ist dann der Moment, wo du näher zu dir selbst findest, wo du dich selbst besser kennenlernst. Und zwar über diesen Weg des Ego, nicht indem du in irgendeinem Buch irgendwas Tolles liest und dann deine große Erkenntnis draus ziehst. Das ist der erste Punkt. Ja? Wieso in meinen Augen das Ego immer einem höheren Zweck dient und nicht per se schlecht ist und irgendwie weggeschoben werden sollte. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass das Ego ein Teil von dir ist. Ja, du bist hier als Mensch auf der Welt und deswegen ist auch das Ego ein Teil von dir. Und wenn das ein Teil von dir ist und du gegen diesen Teil kämpfst und ihn als dein Feind identifizierst, ja, dann wirst du auch immer diesen Feind in dir drin haben. Und du wirst niemals wirklich, ich sag mal, mit dir im Frieden sein, weil du einfach immer einen Feind in dir drin hast. Du hast immer einen Gegner, der in dir drin steckt. Und jetzt überleg dir mal, wie wäre es, wenn du mit diesem Gegner, ja, der dir auch die miesesten Emotionen verursacht und der dich manchmal richtig schlecht fühlen lässt, wie wäre es, wenn du mit dieser Kraft, mit diesem Ego, wenn du mit ihm kooperieren könntest? Ja, wenn du immer, wenn irgendwie eine negative Emotion aufkommt, du realisierst es und sagst nicht, ey, du Arschloch, warum sorgst du jetzt dafür, dass es mir hier gerade schlecht geht, sondern du sagst, hey Bro, was geht? Was willst du mir gerade sagen? Weil ich merke irgendwie, da ist gerade irgendwas zwischen uns so, du machst da irgendwie gerade, du sorgst dafür, dass es mir schlecht geht. Was ist los? Warum machst du das? Ich weiß, du bist eigentlich, wir sind eigentlich cool miteinander. Warum machst du das? Und wenn das plötzlich so deine Beziehung zwischen dir und deinem Ego ist und nicht dieses, du Arschloch, was willst du jetzt schon wieder hier, was soll ich mit der Angst, was soll ich mit der Emotion, mit dem Gefühl, wenn das dann plötzlich wenn es plötzlich eine harmonische Kooperation wird mit dem Ego, ja, dann kannst du plötzlich mit ihm zusammenarbeiten und ihr könnt gemeinsam erörtern, hey, was ist das Problem? Warum geht es mir gerade so? Warum fühle ich mich in dem und dem Moment nicht geil? Warum fühlt sich das nicht gut an? Und du kannst anfangen, mit ihm zu kooperieren. Ja? Und es kann sein in deinen Gedanken, dass du einfach tiefer gehst und reinfragst. Es kann sein in einem Notizbuch, dass du dir einen Stift nimmst und irgendwie einfach mal aufschreibst, hey, was ist eigentlich los? Es kann auch sein, dass du das alles weglässt und dich einfach nur hinsetzt, vielleicht meditierst und einfach mal in das Gefühl reingehst und dich fragst, was sagt mir das Gefühl, bevor ich es interpretiere, bevor ich irgendetwas mit meinem Verstand daraus mache. Einfach nur empfinden, was sagt dir dieses Gefühl, bevor irgendein Gedanke daraus etwas macht. Ja, du fühlst meinetwegen und du sagst nicht, oh, ich empfinde Freude oder oh, ich empfinde Angst oder was auch immer, sondern einfach nur fühlen, ohne irgendwas Gedankliches. Ja? Das ist sozusagen das, was dir das Gefühl, dann fühlst du, was dir das Gefühl sagen will, bevor du eben mit deinem Verstand irgendwie was drumherum konstruierst. Und wenn du an diesem Punkt bist, ja, dass du das Ego nicht mehr als deinen Feind, sondern als deinen Freund siehst, hast du plötzlich einen Freund in dir, mit dem du gemeinsam an deiner Persönlichkeitsentwicklung arbeitest. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Und ich kann dir sagen, es hat mein Leben verändert. Dieser leichte Switch einfach nur, dass das Ego nicht schlecht ist. Das Ego ist für dich da, um dir zu helfen auf deinem Weg zur Weiterentwicklung, dass du dich weiter entfalten kannst, dass du mehr zu dir selbst findest und manchmal eben auch über den Weg, dass du durch das Ego herausfindest, was du eigentlich nicht bist und dadurch dich näher und besser kennenlernst. Ich hoffe, ich konnte diesen Mythos mal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchten im heutigen Video. Falls ja und falls dir das gefallen hat und falls du mehr auch etwas tiefergehende philosophische Videos sehen möchtest, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, dann sehe ich ja am Verhältnis der Aufrufe und Likes,
ob das gewollt ist oder nicht. Und ansonsten vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Hannes. Ciao.